Die Stimmung hier ist bedrückt. Vom entführten 10-jährigen Sean Mars fehlt noch immer jede Spur. Er verschwand gestern Abend. Den erfolgreichen Berichten zufolge geht die Polizei inzwischen von einer weiteren Tat des Origami-Killers aus. Bestätigen sich die Berichte, könnte das... Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer, bitte. Für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. Madison Page, 27, ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock, Treppe ist im Hof rechts. Danke. War mir ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. Hallo? Sind Sie okay? Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Haben Sie den Schlüssel? Er ist völlig neben der Spur. Zum Teufel ist mit ihm passiert? Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Aber es tut sau weh. Ihr Kopf blutet, die Wunde sieht schlimm aus. Paracomol-Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Seine Wunde muss desinfiziert werden.
Nikofren 100 Antibiotikum bei Infektionen. Hier, nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Ist ein Antibiotikum. Antibiotikum? Ich bin kein Arzt, aber eine gebrochene Rippe löst doch wohl keine Entzündung aus. Okay, vielleicht finde ich etwas anderes. Paracomol Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Hier. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann es mir nicht leisten, zu warten. Ich helfe ihm erst und dann stelle ich Fragen. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ich desinfiziere Ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Fertig. Die Wunde ist gesäubert. Danke. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich brauche eine Dusche. Okay, ich helfe Ihnen. Ich warte, bis Sie rauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Reden Sie! Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen, keine Ahnung warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Was machen Sie sonst, Madison? Wenn Sie nicht Fremde verarzten. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt. Danke fürs Bleiben. Mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ich gehe dann mal. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf.
War es das erste Mal? Wie? Das erste Mal einen erschossen? Das erste Mal ist immer schwer. Das ändert sich. Ich will mich gar nicht erst dran gewöhnen. Das ist er. Miroslav Korder? Ja? Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. Scheiße, worauf warten Sie? Er haut ab! Ah! Hey, Mann, Vorsicht! Wo zur Hölle ist Blake? Eine Saukälte hier, meine Hände sind ganz taub. Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer.